Das ist Christian, der Feuerwehrmann. Er ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Er sieht noch gar nicht aus wie ein Feuerwehrmann. Ihm fehlt noch die persönliche Schutzausrüstung, seine Uniform. Und was alles dazugehört, möchten wir euch in diesem Film zeigen. Zum Ersten die Feuerwehrschutzhose und die Feuerwehrstiefel. Die Feuerwehrsicherheitsstiefel verfügen über eine Stahlkappe und eine durchtrittssichere Sohle. Sie bestehen aus Leder und sind schwer entflammbar. Die Hose verfügt über zwei Reflektoren, die in der Nacht das Licht vorbeifahrender Autos reflektiert, zwei Knieschonern und zwei Taschen. Die Feuerwehreinsatzjacke verfügt ebenso über Reflektoren. Feuerwehreinsatzjacke, Feuerwehreinsatzhose sind beflammbar. Das heißt, sie halten für mindestens 20 Minuten eine Hitze von 250 Grad Celsius aus. Allerdings schlägt die Hitze nach kurzer Zeit durch, was für den Feuerwehrmann äußerst unangenehm ist und nach längerer Zeit zu Verbrennungen führen kann. Der Helm des Feuerwehrmannes schützt nicht nur seinen Kopf. Er leuchtet im Dunkeln nach, er verfügt über einen Nackenschutz, welches Funkenflug und brennbare Reste, die in den Nacken fallen, davon abhalten, in die Jacke zu kommen. Er verfügt über ein Visier, das das Gesicht schützt und hat Befestigungen für eine Helmlampe und für die Maske des Atemschutzgeräts. Weiter verfügt unser Feuerwehrmann über Schutzhandschuhe, die ihn nicht nur beim Löschen, sondern auch bei der technischen Hilfeleistung schützen sollen. Mit dem Feuerwehrgurt, oder auch Hakengurt genannt, kann sich unser Feuerwehrmann selbst sichern oder im Notfall aus Gebäuden retten. Um immer in Kontakt mit seinem Gruppenführer zu bleiben, besitzt unser Feuerwehrmann ein Funkgerät. Es ist schon ganz schön viel, was so ein Feuerwehrmann mit sich rumtragen muss. Wir ergänzen ihn jetzt noch um eine Handlampe und schon ist unser Feuerwehrmann einsatzbereit. Mit einem Pressluft-Atemschutzgerät kann unser Feuerwehrmann jetzt seine Arbeit verrichten und Brände löschen. Mensch Jungs, ich hab noch was vergessen. Hat's euch gefallen? Daumen nach oben. Hat's euch nicht gefallen? Daumen nach unten. Ja, ansonsten für Anregungen, Kommentare, unten ist der Kasten, da schreibt was rein. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss!